Hannover im Jahre 2030, wie das aussehen soll, lässt sich wohl noch schwer sagen. Aber in den nächsten 1,5 Jahren werden bereits die ersten Weichen für die Landeshauptstadt der Zukunft gestellt. Und das unter Berücksichtigung der öffentlichen Meinung. Dazu startete am Montag der Stadtdialog Mein Hannover 2030 im Schauspielhaus. Martin Schlüter berichtet. Arm, aber sexy. Aufgeschlossen für Neues, manchmal sehr bürokratisch. Nur ein kleiner Abriss von Kommentaren über Hannover. Und die gehen jetzt in den Dialog. Ein Dialog für alle Menschen in unserer Stadt. Und ich erhoffe mir, dass diese Vision der Inklusion hier auch eine Verankerung findet und nicht nur beim Thema Schule. Dass erstmal Anregungen da sind, und zwar Anregungen, die man übernehmen kann, die man aufnehmen kann, auch als normaler Bürger, also nicht als irgendein Interessenvertreter. Ich finde immer gut, wenn ein Anfang gemacht wird, wenn die Bürger mit einbezogen werden. Es ist viel besser, als wenn hinter den Kulissen am grünen Tisch etwas verhandelt wird. Beim Dialog ein Marktplatz der Möglichkeiten für Kommentare und spielerische Finanzplanung zum Beispiel. Es geht erstmal gar nicht so sehr um meine Ideen, sondern wir wollen heute mit dieser Auftaktveranstaltung die Trends und die Herausforderungen für eine Stadt mal zeigen. Dass wir Menschen dafür gewinnen, die sowieso schon eine hohe Identität mit Hannover haben, aber dass wir sie gewinnen, auch mitzumachen bei diesem Stadtdialog. Und über die Ideen der Bürger funktioniert so ein Dialog. Und da gibt es neben Spielregeln und Status quo natürlich auch Wünsche. Also zumindest Offenheit und Transparenz dahingehend, dass wir wissen, mit welchen Projekten sich die Stadt beschäftigt und welche Projekte die Bürger bevorzugen. Dass ich viel mehr Informationen bekomme, damit wir miteinander unterhalten können. Und dann muss man mal gucken, wo die Richtung hingeht 2030. Und ich finde es gut, wenn es wirklich ernsthaft gelingt, dass sich ganz, ganz viele Leute beteiligen. Die aktuelle Situation von Hannover bewerten die Experten. 5 hochklassige Referenten haben zum Auftakt von Mein Hannover 2030 Wege aufgezeigt, wie die Stadt der Zukunft aussehen könnte, wie Menschen in ihr zusammenleben und arbeiten. Es gibt eine Differenz zwischen Themen, die jetzt dringlich sind, und Themen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Zukunft dringlich sein werden. Ich fand es beachtlich, dass doch es viele Überschneidungen gibt zwischen gesellschaftlichen Entwicklungen, Umweltentwicklungen, Entwicklungen in der Arbeitswelt, ökonomischen Entwicklungen. Ich war sehr beeindruckt von dem Engagement der Bürger hier. Mir hat gefallen, dass sie Ideen eingebracht haben. Sie haben aber auch kritische Fragen gestellt. Und das heißt, dass sie die Stadt als die ihre akzeptieren. Ich bin schon auch Anhänger, dass wir Bürger stärker integrieren müssen, auch bei finanziellen Problemen. Und ein Stadtdialog ist ein Instrument, was das bewerkstelligen kann. Ich glaube, dass es wirklich schön wäre für Hannover, wenn es mutige neue Ideen gäbe und Mut für eine Vision, die es so in der Republik noch nicht gab. Und ich glaube, der Boden dafür ist bereit. Das ist ja die erste von 4 Veranstaltungen gewesen zum Einstieg. Man braucht Zeit, um allen auch die Möglichkeit zu geben, da einzusteigen. Und ich bin wirklich ganz fröhlich überrascht, dass es gelungen ist, 5 Expertinnen und Experten in so knapper Zeit vortragen zu lassen, was für Herausforderungen vor einer Stadt eben liegen. Viel Input und eine Menge Fragen. Bürger wollten wissen, was wird aus Eilenriede, Steintor und Raschplatz? Wie mobilisiert man junge Menschen, sich am Dialog zu beteiligen? Was wird für weniger gut ausgebildete Arbeiter getan? Und wie bekommt man Hannover hipper? Viele Fragen, die bei der 2. Auftaktveranstaltung am 20. Oktober weiter diskutiert werden sollen.